Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung zu Jazzbiz Austria. Unser heutiges Thema ist die erste österreichische Bundesliga, die gerade am Wochenende in Tirol zu Ende ging. Unser Live-Gast heute ist Walner Joachim. Hallo. Servus, grüße. Begrüße auch die Zuschauer vor den Geräten, die zahlreichen hoffentlich. Ja, Joachim ist Fiedermeister, einer der stärksten Wiener Vertreter und war als so starker Spieler eben jetzt auch live bei der ersten Bundesliga dabei. Für welche Mannschaft hast du gekämpft? Die Wolka, und wir haben unser Bestes gegeben. Ja, mit Abschneiden sind wir halbwegs zufrieden. Okay, ihr seid wie viel da geworden? Ich glaube Sechster oder Siebter. Das entspricht wahrscheinlich ungefähr eurer ILO-Erwartung, denke ich, oder? War so, ja. Joachim, du hast mir vorher begeistert erzählt von der tollen Atmosphäre, die bei der Schlussrunde war. Ja, kannst du unseren Sehern ein bisschen berichten? Das muss man auch lobend erwähnen. Also erstens einmal das Zillertal, ein Traum von der Gegend her. Der Obmann von Meierhofen hat sich alle Mühe gegeben, es hat immer ein tolles Rahmenprogramm gegeben. Spielort war klasse, das Wetter war klasse, die Leute waren klasse. Okay, Jorge schreibt uns gerade Private Session Today, eigentlich nicht, sollte öffentlich sein. Vielleicht eine kurze Meldung, ob ihr uns gut hört, ob ihr uns gut seht, ob alles passt. Dann müssten wir nichts nachsondieren. Und ja, du hast uns erzählt, letztes Bundesliga-Wochenende war so toll organisiert und eigentlich hat es einen Überraschungsspieler bei diesem Wochenende gegeben, nämlich Bachlechner Julian, der für den Kärntner Verein Pfeffernitz spielt. Genau, ja. Ich war auch überrascht, dass Pfeffernitz einen jungen Spieler die Chance gegeben hat. Ja, wir haben auch eine Partie mitgebracht von ihm. Er hat auf Platz 6 2,5 aus 3 gemacht. Ich glaube, das war sein erstmaliger Einsatz bei der Bundesliga und das ist ja ganz ein tolles Ergebnis, ne? Ja, ein kleiner taktischer Überfall, kann man zu dieser Partie sagen. Ne? Ja, und das Schöne ist ja, dass mit Julian Bachlechner wieder mal ein junger Kärntner hervorkommt. Und Pfeffernitz, ich weiß nicht, ob du es weißt, haben sich eigentlich in den letzten Jahren immer am Projekt Jugendfreundliche Vereine beteiligt und leisten hier wirklich fantastische Jugendarbeit. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns, dass die Vereine auch Jugendliche in die erste Bundesliga bringen. Wir werden dann nachher noch auf Florian Meserosch zum Sprechen kommen, in deinem Verein, der ja einer der besten Nachwuchsspieler Österreichs ist. Na gut, steigen wir ein mit der Partie, oder? Gerne, gerne. Los ja. mit D4. Genau. Gegner war der Herr Reichmann. Herr Reichmann. D4, Springer F6, Springer F3 und D5. C4, C6, wir haben hier einen Slaven stehen und mit Springer C3 ist auch der Hauptzug passiert. Jetzt gibt es verschiedenste Fortsetzungen, also mit E6, Meirana-System oder A6, was ich gerne spiele, oder eben die Hauptvariante D mal C4, was Julian gewählt hat. Ja, ich denke mir auch keine Überraschung wahrscheinlich, dass Julian Slawisch spielt, sich auch beeinflusst durch Markus Rager, der ja einer der größten Spezialisten in der slawischen Variante ist. Ja, und Slawisch ist ja sehr solid. Ne? Du bist ja auch ein großer Spezialist dieses Systems. Naja, ein kleiner Spezialist. Um den Bauern zurückzugewinnen, sollte man hier Vorkehrungen treffen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, gleich E4 oder E3 zu spielen. Da wird aber der Bauer auf C4 gedeckt, meistens mit B5. Deswegen spielt hier der Hauptzug A4, um das eben zu vermeiden. So. Es gibt natürlich die Gelegenheit, dass man das Zentrum da, den Läufer, auf E5 spielt. Normalerweise geht das ja nicht so einfach, weil Dame B3 immer kommt und dann der B7 schwach ist. Aber in dieser Variante wurde ja auf C4 genommen. So. Hier wählt der Herr Reichmann die Variante Springer E5. Gängig ist hier, glaube ich, auch noch E3, ne, als Hauptzug. Aber Springer E5 ist wahrscheinlich das schärfste Vorgehen. In genau, Springer E5 kann man hier spielen. Es gibt hier verschiedenste Fortsetzungen mit Schwarz. Bei den Österreichern sehr beliebt ist die Variante Springer D7. Wenn wir die kurz einmal anschneiden, Springer D7 befragt sofort den Springer im Zentrum. Der Springer nimmt auf C4. Dann kommt Dame C7. Hier natürlich der systematische Vorstoß E5 liegt in der Luft. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich hier zu entwickeln mit Weiß, aber am besten, am solidesten, glaube ich, ist die Variante mit G3 in den Läufer zu führen. G3, jetzt kommt der Vorstoß E5. Also auch Läufer E4 könnte vielleicht eine Idee sein. Genau, es droht der Läufer E4. Genau, jetzt, also jetzt kommt E5, den nimmt man weg, Springer mal E5 und jetzt kommt diese schöne Fesselung, Läufer E4. Der andere Springer muss den deckeln, genau, Springer D7 und hier gibt es den normalen Entwicklungszug Läufer G2. So. Jetzt kann man sehr scharf spielen mit G5 oder auch weniger scharf mit F6. Ja. Man, das, glaube ich, reicht schon. Ja. Ja. Und diese Variante mal, die sehr beliebt ist bei den Österreichern. Ja. Aber das wollen wir eigentlich gar nicht so genau verraten. Nein, aber gehen wir diese rasch zurück zu E6. Sehr, 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 sehr beliebt. Ja. Okay. Gut. Auf Springer E5 gibt es natürlich auch Springer A6. Das ist auch ein schöner Zug. Ja. Wollte ich nur sagen. Entschuldige, Springer A6. Springer A6 mit der Idee, Springer B4 und eine Gabel zu machen auf C2. Ja. Also aber E5 nur so am Rande. Ja. Okay, typisches Motiv, Springer B4, Springer C2, aber Weiß hat seine Möglichkeiten. Bleiben wir vielleicht bei E6. Ja. Naja,
B6 ist die, wurde häufig früher gespielt, heutzutage nicht mehr so sehr. E6 entwickelt einfach den Läufer. Gut, man muss sich ums Zentrum kümmern und das tut man am besten mit F3 in dieser Stellung. Ja, also Weiß möchte E4 spielen, genau, mit sehr starken Angriff. Ja. Und Schwarz, es gibt hier ein interessantes Figurenopfer, das auch in dieser Partie erfolgt ist, mittels Läufer B4. So, E4 natürlich, wie gegeben. Und jetzt opfert Schwarz die Figur. Läufer mal E4, Bauer mal E4, Springer mal E4. Diese Stellung oder diese Partie hat sicher schon einige hundertmal gegeben. Meines Erachtens nach ist hier die korrekte Fortsetzung immer Läufer D2. Herr Reichmann hat aber Dame F3 gewählt. Mhm. Bleiben wir vielleicht nur ganz kurz bei Läufer D2. Interessant ist ja, Weiß gibt noch einen Bauern her, es kommt genau. Dame mal D4 und es ergibt sich dann eigentlich eine relativ forcierte Abwicklung. Genau, Springer mal Dame mal Dame E2, Läufer mal Läufer, König. Und der mal König kommt ins Zentrum, ja. Dame D5, man kann es noch kurz mal gucken, ja. König C2 ist hier das stärkste, Springer A6. Und jetzt Springer mal C4 und Schwarz hat drei Bauern für die Figur und diese Stellung wurde, glaube ich, vor 20 Jahren ziemlich bei den Top-Spielern ausanalysiert und es gab immer wieder überraschende Ergebnisse. Einmal gewann Schwarz, einmal gewann Schwarz, einmal gewann Weiß. Ist sehr interessant. Okay, aber überlassen wir das den Theoretikern und gehen hier zurück zu Dame F3. Ein Nebenzug, entweder ist Überraschung oder Weiß war vielleicht schon ein bisschen überrascht von der Wahl der Variante. Ich glaube auch, Dame F3 gilt nicht als der beste Zug. Es schaut bedrohlich aus, es droht ein Matt auf F7. Ja, klar, es ist der Springer und es droht Dame mal F7 Matt. Eigentlich sehr logisch. Ja, man hat aber hier auch nur einen Zug mit Schwarz, der auch logisch ist. Man muss auf D4 nehmen, sonst verliert man eine Figur. Springer F6 ist, glaube ich, nicht im Sinne, ne? Wenn man eine Figur geopfert, man geht ja zurück. Gut, ja, Weiß freut sich und denkt sich, der König muss ziehen, wir schlagen auf F7 mit Schach. Gut, aber der König geht einfach auf D8. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt hängt der Springer auf E5 und es droht auf C3 ziemliches Unheil. Tja. Irgendwie stehen beide sehr merkwürdig. Ja, was tut man dagegen? Es gibt hier nur einen Zug, der laut Computer halbwegs Ausgleich verspricht. Ich glaube nicht daran, der wäre hier Läufer G5 Schach. Ja, also das war nicht die Partie, aber schauen wir mal in die beste Spielführung für Weiß. Läufer G5. G5. Die Idee ist, was kommt da, Springer mal G5? Ist einfach Dame mal G7 dann und dann Turm D1, glaube ich, so folgt die Fortsetzung. Auf Springer mal G5 würdest du was empfehlen für Weiß? Entweder Turm D1 gleich oder Dame mal G7. Wahrscheinlich Dame. G7, ja, mit einem Doppelangriff und es droht Turm D1 und ein Springerabzug auch noch. Springer F7 und die Dame hängt. Mhm, sehr interessant. Okay, also glaube ich, Springer mal G5 geht gar nicht. Er muss König C8 spielen und auf König C8 kommt Dame mal E6 Schach, jetzt muss der Springer vorstellen, dann wird alles abgetauscht, Dame mal, Springer mal, hier ist Springer mal C3, P mal C3, Läufer mal C3, König D1, Läufer mal A1 und Springer C5. Hui, jetzt müssen wir mal Material zählen nach dem vielen Schlagen. Naja, es sind drei Bauern für zwei Figuren und Turm, glaube ich, der C4 ist auch noch anfällig, möglicherweise ist die Stellung im Ausgleich, ich weiß es nicht. Sehr interessant, sehr kompliziert. Computer beurteilt es per Ausgleich, aber. Na, ein bisschen besser für Schwarz, möglicherweise. Aber das ist halt in einer praktischen Partie, ist es nicht so einfach zu lösen. Na gut, also wir hatten hier die kritische Stellung nach König Dor 8, die am Brett war, und Weiß greift hier definitiv fehl. Ja, er wehrt halt diese eine Drohung da ab, Dame mal G7 und übersieht komplett die zweite Drohung. Das ist vielleicht hat er hier nur mit Springer mal C3 gerechnet, möglicherweise. Ja. Aber es kam stärker Läufer mal C3. B mal C3 und Julian durfte jubeln mit Dame F2 und einem Matt in 2. Ja, sehr schön. König muss nach Dor 1, zeigen wir das Matt noch. Genau. Ja, ihr könnt ja kurz nachdenken, ob ihr es findet, aber ich denke, die meisten haben es schon gesehen. Natürlich Springer mal C3 mit einem sehr hübschen Mattbild. Was kann einem Jugendspieler Besseres passieren, als einen arrivierten älteren Spieler so zu schlagen? Genau. Das motiviert doch, ne? Einstieg mit 2,5 aus 3 bei der ersten Bundesliga, das ist natürlich eine klare Empfehlung fürs nächste Jahr. Und Pfeffernitz Platz 3 war natürlich überraschend. Ja. Platz 1, Joachim, denke ich mir, keine Sensation. Man hätte hier im Wettbüro nicht so viel gewonnen. Na ja, da bin ich nicht ganz d'accord mit mir. Okay. Also Maria Saal hat schon mitgemischt, es war knapp. Ja. Ich glaube, Maria Saal hat am ersten Wochenende schon. Stimmt, Maria Saal war sicher heuer Mitfavorit und sehr motiviert, heuer Erster zu werden, haben aber das erste Wochenende eigentlich schon, am ersten Wochenende
den Titelkampf eigentlich schon verpasst. Sie haben gegen euch unentschieden gespielt. Genau. Und vor allem gegen Salzburg verloren. Und dadurch hatte Jenbach dann am Ende die Nase vorne. Obwohl, wenn ich es richtig im Kopf habe, das direkte Duell an Maria Saal. Maria Saal 3,5 gewonnen, 2,5. Ja, und Maria Saal natürlich eine Top-Mannschaft mit Markus Rager, unserem Vorzeigeathleten auf Brett 1. Aber auch noch mit anderen Nationalspielern wie Robert Kreisel oder Mario Schachinger, immerhin als regierender Staatsmeister. Genau. Ich denke, du hast gespielt gegen Mario, oder? Und remisiert. Ja, war eine aufregende Partie. Ja, übrigens, hier 14 Züge, Reichmann hat verloren, wird hier von Horchi bedauert. Wir haben auch Mitleid mit ihm und es geht uns hier natürlich nicht darum, jemand vorzuführen, sondern eben hier diese tolle Leistung von Julian Bach-Lechner hervorzuheben. Und ich glaube, Joachim, wir wissen aus eigener Erfahrung, hin und wieder schaut man einfach schlecht aus beim Schach. Genau, und ich hatte schon kürzere Partien. Auf der falschen Seite auch wahrscheinlich. Aber zum Glück auch hin und wieder auf der richtigen Seite. Ja. Ja, schauen wir mal, welche Partien hast du uns noch mitgebracht? Es sind hier noch drei. Womit sollen wir fortsetzen? Ja, also ich finde am interessantesten ist Cipriano. Ja. Unseren Mann, Antal, die war ziemlich hochwertig, die Partie. Von der Eröffnungswahl ein bisschen seltsam. Eigentlich glaubt man immer, Weiß steht besser, aber Schwarz hat doch einen Königsangriff und man glaubt es nicht, auch ohne Dame kann man schön angreifen. Ja. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf die Spiele ein. Cipriano ja ein sehr interessanter Spieler, sehr, sehr starker Großmeister, ursprünglich aus Rumänien kommend, spielt jetzt für Deutschland, lebt in Deutschland, spielt jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft und er ist Neuzugang bei Jenbach oder hat er schon im Vorjahr gespielt? Ich denke Neuzugang, Neuzugang, oder? Also die wechseln sich ab, Rapport und er haben abwechselnd, glaube ich, gespielt. Na, Rapport spielt er für Maria. Ah ja, Blödsinn, ja, das ist ein Fehler, ja. Volokitin und Volokitin, ja. Nein, der hat jetzt diesmal auch gespielt. Okay. Er hat nicht immer gespielt, sagen wir so. Okay, einigen wir uns darauf. Cipriano, sehr, sehr starker Spieler. Und kannst du uns was über Antal erzählen? Ja, also ein ungarischer Spieler, der uns verstärkt hat, sehr nett, sehr zuvorkommend und vor allem immer für jede Frage offen. Und mir gefällt halt bei uns immer der Florian, der halt sehr viel fragt und immer wieder eine Antwort bekommt von unseren arrivierten Spielern. Übrigens, hier werden wir von Horchi auch gelobt, dass wir die Partie eines deutschen Nationalspielers zeigen. Zeigen wir natürlich gerne. Hier sitzt so ein Cipriano auf der Verliererseite, aber das war jetzt nicht unbedingt unsere Absicht. Also insofern. Also ich habe die Partie ausgewählt. Erstens einmal wollte ich einen Protagonisten von unserem Verein herzeigen. Und man sieht auch, dass die absoluten Top-Spieler auch ein bisschen anfällig sind in dieser Partie. Ja. Genau. Sollen wir vom Start an beginnen? Ja, bitte. Ja. Also wir haben hier Karokan. Karokan, D4, D5. Vorstoßvariante. Sehr aktuell, sehr scharf. Genau, C5. Cipriano wählt hier Springer F3. Normal ist, glaube ich, D mal C5. Ja, vielleicht darf ich hier noch ganz kurz etwas für die Zuschauer erklären. Es schaut natürlich völlig absurd aus, zuerst C6 und dann C5 zu spielen. Aber ich denke, ein bisschen so die Idee ist es, einen maximalen Vorstoß Franzosen zu erreichen, indem man den Läufer rauskriegt und auch noch C5 gespielt hat. Deshalb ist Schwarz bereit, hier dieses Tempo quasi zu opfern. Aber es hat natürlich seine Nachteile, weil die Entwicklung in den Rückstand ist aber hier möglich in dieser Stellung. Gut, Cipriano wählt hier Springer F3, das er, glaube ich, ich habe nachgeschaut, eigentlich fast immer spielt. Läufer G4, das ist eigentlich, glaube ich, logisch, dass der Läufer rausgebracht hier wird. Hier sieht man eigentlich sehr schön auch eben den Unterschied zum Franzosen. Der Läufer kann eben hier raus in dieser Zugabe. Ja, der Jenbacher Spieler war natürlich hier voll motiviert und will die Partie gewinnen. Vorsichtiger Spieler würden vielleicht hier C3 spielen oder dergleichen. Er spielt natürlich C4 und attackiert sofort das Zentrum. Ja. Ganz im Sinne eben, dass Schwarz eben seine Entwicklung mit C6 und dann C5 auch genau, richtig, ja. Na gut, es wird einmal genommen, C mal D4, C mal D5, Dame mal D5, was sonst, ja. Na, jetzt kam dieser Sprungzug Springer C3. Und als ich mir die Partie angeschaut habe, habe ich mich da gefragt, was passiert eigentlich auf Läufer F3, was nicht in der Partie gekommen wäre, was, glaube ich, aber sicherlich der bessere Zug ist. Läufer F3 springt ins Auge natürlich Springer mal D5 und die Gabel auf C7. Ja. Gucken wir mal, Läufer mal D1, Springer C7, Schach, König D7, ist hier der bessere, Springer mal 8, Läufer C2. Schaut auch irgendwie logisch aus. Ne? Machen wir mal ein kurzes Resümee. Schwarz hat eine Figur für den Turm, also eine Qualität weniger, aber der Springer 8 könnte in der Falle sitzen. Ja, glaubt man. Aber wenn man die Partie, das ist sehr interessant, wie man, es droht vor allem auch dieser Keil D3, wie man den befreien kann. Also Läufer, wahrscheinlich ist die Variante vorbereitet. Also und unser Spieler hat schon mit der Zurecht vermieden, dass er das spielt. Läufer D2 wäre ein normaler Zug, Springer C6, schaut logisch aus. Turm C1 greift den Läufer an und bereitet so Sachen wie B5, B4 vor, also B4, B5, ja. Deswegen sollte man den Läufer auf C2 mit D3
um den Springer auf D8 zu befreien, mit D3 stützen. Ja, und das schaut doch seltsam aus. Ja? Schwarz hat doch alles, was er möchte. Es dauern wenige Züge und der Springer wird fallen auf A8. Aber es gibt hier ein verstecktes Motiv. Und das ist H4. Das kann man nicht so gleich erkennen. Aha, sehr schön. Idee, Turm H3 und der D3 ist anfällig. Und das ist die Idee dahinter. Und dann bekommt man wirklich Schwierigkeiten, weil dann kann man wahrscheinlich auch nicht B4 und B5 verhindern. Und der Springer weg zum Leben und wahrscheinlich hat man dann eine Qualität. Ja, und wenn man sich die Stellung anschaut, Schwarz ist doch am Königsflügel noch völlig unterentwickelt, während Beweis eigentlich dann auch Turm H3 Läufer mal D3 alle Figuren optimal im Spiel sind. Genau, und man hat ja auch, also dann ist materiell wieder ausgeglichen, von den Bauern her, die Qualität und der Springer, ich sehe nicht, was man gegen B4, B5 machen soll. Ne? Also die Bauern laufen, man kann auch nicht gescheit nehmen, wenn dann Turm B1 und ja, hängt wieder auf B7. Das ist nicht so einfach. Ja. Also Finger weg von Läufer mal F3 war wahrscheinlich die richtige Entscheidung in dieser Position. Ja, also unser Spieler hat sich wahrscheinlich das überlegt und hat davon Abstand genommen und hat dann Dame A5 gespielt. Tja, aber da kommt man wieder auf eine nicht so gute Stellung mit Schwarz. Ja. Jetzt kommt Läufer B5 Schach, man entwickelt eine Figur, Springer C6, das ist alles logisch, der wird genommen. B mal C6 und Dame mal D4. Mhm. Gut. Läufer mal F3. Also irgendwas muss mit dem Läufer passieren. Der schlägt, G mal F3. Gut. Schwarz leidet ein bisschen an der rückständigen Königsflügel. Man könnte glauben, Weiß hat mit dem Doppelbauer, das schaut ein bisschen komisch aus, aber hier hat Weiß schon die besseren Perspektiven. Das freiere Spiel, vielleicht lange Rochade, vielleicht auch kurze Rochade, Turm G1 könnte folgen. Man hat Schwierigkeiten, seine Königsflügel zu entwickeln. Ja. Auf den schwarzen Feldern könnte auch einiges passieren. Gut, es kam E6, das ist ein normaler Entwicklungszug. Weiß hat hier kurz rochiert. Ich glaube, wir sind noch in einer Vorbereitung. Schwarz spielt natürlich Läufer C5. Die Dame geht nach C4. So. Und unser Spieler hat sich jetzt entschlossen, die Dame zu tauschen mit Dame B4. Okay, auch irgendwie nicht unverständlich, gerade wenn man noch hier so schlecht entwickelt ist, der König in der Mitte steht. Ja, C6 könnte Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Es droht Springer E4, der Läufer auf C5. Bekommt Schwierigkeiten, er kann sich nirgends wegbewegen, weil auf D6 ein Springerschach droht. Also wenn du das verfolgen kannst, Harald, der Springer auf E4 hätte eine gute Route und eine gute Perspektive. Ja, ja. Ist jetzt nur ganz kurz, bei uns steht Audiokommentar beendet. Aha, das ist nicht so gut. Ich mache einen Schluck vom Tee. Bei uns steht Audiokommentar beendet, hört man uns noch? Vielleicht kurze Rückmeldung, aber gehen wir mal davon aus. Gibt eigentlich keinen Grund, warum er beendet sein soll. Mhm. Ah, okay, passt eh ja. Gut, ja. Dann steht da nur irgendein Käse. Okay, deswegen entschließt sich Schwarz hier die Damen zu tauschen. Was kann man schwer vermeiden, den Damentausch? Ja, sonst schwenkt die Dame vielleicht drüber auf den Königsflügel. Ja, also nimmt er man weg. Nimmt weg, ja. Dame mal B4, Läufer mal B4. Und jetzt kommt eben dieser Zentralisationszug Springer E4. Und das schaut recht mächtig aus. Weil, wo entwickelt sich der Springer jetzt? Geht er nach E7, kommt A3. Und das ist das Problem, das du hast. Und der Läufer hat keinen Zug und kann das Feld D6 nicht mehr beschützen. Mhm, sehr schön, ich zeige es vielleicht nur ganz kurz. Also Springer E7, dann Bauer A3. Der Läufer findet auf der Diagonale keinen Platz. Und ja, Springer D6. Ja, und dann die Stellung schaut sehr, Läufer sehr G5, aus, Turm C1. Und das ist problematisch. Ja. Okay, deshalb hat euer Spieler welchen Zug gefunden? F5. Aha. Ja, schaut irgendwie logisch aus, er greift den Springer an, en passant nehme ich sicher nicht im Sinne, aber Springer G5 greift den Bauern an. So, wie reagiert man da? Man muss ihm decken. Ja, König E7, wir haben ein Endspiel, oder? Ja. König bleibt im Zentrum. Tja, und wieder klug gespielt von Nisibiano, er arbeitet auf den schwarzen Feldern, er möchte natürlich den Läufer vertreiben auf B4 und seinen eigenen Läufer auf C5 stellen. Da macht er mächtig Druck und noch ist der andere Springer nicht entwickelt. Man könnte vielleicht die offene D-Linie besetzen oder auch die C-Linie. Es ist nicht einfach für Schwarz in diesem Moment. Also die Drohung ist nach wie vor Bauer A3, der Läufer müsste weg und Läufer C5 und dann würde der König nicht sehr sicher stehen. Ja, der hat dann große Probleme. Deswegen ist, glaube ich, H6 auch erzwungen. Ja, es kommt trotzdem A3. So, na gut. Schwarz hat das Bestmögliche getan, um seine Probleme halbwegs aus der Welt zu schaffen, aber nach den Zügen nimmt und nimmt. Taucht ein neues Problem auf und das ist der schwache Bauer auf A7 und der schwache Bauer auf C6. Mhm. Es kam natürlich jetzt F4, weil den G5 lässt sich Schwarz nicht wegnehmen. So, es kam ein Schach, Läufer C5, König F7. Und wenn man diese Stellung jetzt anschaut, würde man denken, eigentlich hat Weiß alle Trümpfe. Ja. Der A7 hängt, es wird irgendwann ein Turm auf der D-Linie eindringen,
Das ist eine garige Sache. Nisi Beano hat, glaube ich, recht. Und die Partie habe ich deswegen ausgesucht, weil das gar nicht so einfach ist. Wenn man genauer schaut, droht da Unheil dem weißen König nämlich. Der schwarze König findet ein ziemlich sicheres Plätzchen auf F5 und da kann er überhaupt nicht vertrieben werden und unterstützt den Vorstoß des G-Bauerns und vielleicht kommen Türme über die H-Linie oder die G-Linie und greifen den König an. Natürlich wird A7 und C6 fallen, das ist irgendwie logisch. Ja? Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe auch keine Lösung gefunden für Weiß, was man da am besten tut. Ja? Ja. Es gab dann eine Lösung am Schluss, das hat Nisi Beano verabsäumt, vielleicht hat er auch schon Zeitnot gehabt. Gucken wir mal, wie es weitergegangen ist. Es kam Turm FD1, das finde ich irgendwie logisch. Ja? Turm FD1, er bringt seinen nächsten Turm ins Spiel. Turm auf die offene Linie, genau. Vielleicht in die siebte. Uns ist klar, der Bauer auf A7 kann nicht mehr gedeckt werden, der wird sowieso fallen. Deswegen besser zuerst einen anderen Turm ins Spiel zu bringen. Guck mal, naja, Schwarz entwickelt seine letzte Figur, Springer H6. Gut, Turm D7 Schach, schaut auch irgendwie logisch aus, ne? Ja. Ja, König G6. Gut. Und jetzt Turm D6. Er holt sich den C6 ab. Gut, den E6, das ist der wichtige Stützbauer, den darf man nicht hergeben. König F5. Und man sieht schon, der E5 ist ja auch schwach. Aber weil Schwarz wird sich hüten, diesen Bauern zu nehmen, weil der ist eigentlich ein Bollwerk, ein Schutzschild für den schwarzen König. Später dann im Endspiel kann man ihn nehmen. Gut, Nisi Beano nimmt den ersten Bauern, Turm mal C6. Soweit, so gut. Es droht Turm mal A7 und der B-Bauer wird das Rennen machen. Was sagst du, Harald? Glaube ich auch, ja, oder? Schaut auf den ersten Blick auf den ersten sehr, Blick sehr schaut gut so aus. Aus. Ja, aber jetzt kam G4. Und jetzt sieht man schon. Ja, nimmt er den Bauern, kommt Springer mal G4. Dann droht Turm mal A1. Ui, da schauen wir mal ganz kurz rein. Ja. Das war jetzt ein bisschen schneller auf mich. Also Entschuldigung, F nimmt mal er den G4. Bauern, dann kommt Springer mal G4. Und was macht man jetzt gegen die Drohung? Aha, es droht Turm mal H2. Das ist gar nicht so die starke. Vielleicht, und Verdopplung, nein. Vielleicht oder F3 sogar. F3, okay. Ja, möglicherweise dann Turm nehmen oder Turm auf die G-Linie. Es ist nicht einfach. Turm mal H2, nächster Turm. Wir zappeln in einem kleinen Mattnetz. Ne? Und interessant, irgendwie hat man so eine Art königsindischen Angriff, nur ohne Damen. Da führen wir dann König auf F5. Ja, das ist. Und obwohl keine Damen mehr da sind, ist der weiße König in Gefahr. Und würde sich hier weiß zum Beispiel einen Luftdruck verschaffen, scheitert es einfach an Springer mal E5. Also sagen wir Bauer F3, dann Springer mal E5, ja, jetzt hängt der Turm. Unter F3. Unter F3. Und das ist dann schon ziemlich kritisch. Ja. Okay, deshalb kam in dieser Stellung nicht Bauer mal G4, sondern Turm mal A7. Turm mal A7. Gut. Und jetzt, ich habe das Thema manchmal mit meinen Schülern, geh mal F3, der Keilbauer, hier doppelt mal so stark. Und so ein Keilbauer, der stiftet ziemlich Unfrieden in der gegnerischen Stellung. Ne? Mhm. Man sieht jetzt schon, Springer G4, vielleicht auf der G, auf der H-Linie, es droht einiges. Was tun? Ja, also mir wäre mal in den Kopf gekommen, ich würde mich gerne durch Abtausch entlasten und Turm mal A8 spielen. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es hier das Problem, dass man dann nicht auf der H-Linie matt wird, sondern auf der schwachen Grundreihe. Genau, oder? Es droht. Und plötzlich kommt der Turm nicht auf der H-Linie, sondern auf der A-Linie. Ja. Sehr mobil. Sehr interessant, gell? Ja, sehr interessant. Der aktive König auf F5 sollte man beachten. Ich finde es ziemlich reizvoll. Okay, der weiße Zug schaut logisch aus. Ihr habt mit Springer G4 mit H3 Prophylaxe. Gut, aber man hat ja noch einen zweiten, einen dahinter, nämlich den G-Bauern. Ah ja, sehr schön. Der fährt natürlich los und jetzt man sieht G4 und öffnet die G-Linie. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat sich der Jenbacher Spieler nicht mehr so wohl gefühlt. Allerdings ist alles noch im Loadout-Computer, aber wir sind ja Menschen. Ja. Und wir treffen halt menschliche Entscheidungen. Und vor allem ist es immer schwer mit einem unsicheren König, nicht? Ja, der genau. Mensch zittert um seinen König. Ja, und so auswandern, das funktioniert auch nicht mehr. Es kommt ziemlich schnell G4 und es droht dann wieder ein Grundlinienmatt, diesmal mit dem anderen Turm. B5 schaut logisch aus, ne? Der Turm geht vor und wie gesagt, es ist noch alles im Lot. Turm A auf G8. Gut. Der zweite Turm bringt sich ins Gefecht. Er droht da mit G4 fürchterlich die Linie zu öffnen. Guter Rat ist teuer. B6, auch noch gut. So, und jetzt kam G4. Und jetzt gibt es eigentlich nur mehr einen Ausweg, aber das zu finden ist natürlich für einen Menschen ziemlich schwierig. Was würdest du tun, Harald, in dieser Stellung? Ja, ich würde B7 spielen und hoffen und beten und mir eine neue Dame versuchen zu holen. Hat Nisi Beano auch gespielt, hat wahrscheinlich auch geglaubt, er kriegt eine neue Dame, aber hier ist der einzige Zug, der hilft, H4. Man darf das nicht zulassen. Dass die Linie gleich aufgeht, der logische Zug wäre G3, um die Linie wieder zu öffnen. Und unglaublicherweise kommt jetzt Turm C auf C7 und
zum Beispiel geh mal F2. Es droht einfach Turm G7 und das zuzustopfen, die G-Linie. Entschuldige, also Weiß ist hier bereit, Turm G7 zu spielen, genau, und den Angriff abzufedern. Deshalb präferierst du hier das direkte Schlagen. Übrigens natürlich auch sehr reizvoll, dieser Triple Power sieht man auch nicht alle Tage. Dreifacher Keilbau, es muss König F1 passieren. Aha, warum kann ich nicht nehmen auf F2? Moment. Da zappeln wir wieder an einen dummen Matt. Jetzt glaube ich Turm G2, damit mal F3, Turm G3 und dann Springer G4. Moment, König mal F3 und jetzt? Turm G3 Schach. Turm G3 Schach, König geht weg. Warte mal, war das so? Aber ist nicht so klar. Das ist jetzt der andere Turm. Gehen wir eine Spur zurück. Vielleicht könnt ihr uns einen Tipp geben. Also mein Vorschlag wäre hier König mal F2 zu spielen. Ist Turm G3 gefolgt von Springer G4 vielleicht eine Idee? Ja, möglicherweise, aber... Na gut, wir werden das an die Zuschauer als Aufgabe übergeben. Schaut euch das zu Hause nicht so angeschaut. Genau, schaut euch das in Ruhe dann auf YouTube an. Ich habe da gerade fürchterliche Minuswerte bekommen, dieser Variante. Und versucht hier eine spielbare Fortsetzung, eine Gewinnfortsetzung für Schwarz zu finden. Vielleicht habe ich hier eine geniale Verteidigung für Weiß gefunden. Nein, also nein. Es ist definitiv so, es muss Könige, es wird ja dann genommen, es geht darum, dass der Turm auf G1 hängt. Das ist die Verteidigungsidee, weißt du? Wenn dann Springer G4, da hängt der Turm auf G1. Also König F1 ist dein Vorschlag, jetzt genau. König G2. War Turm G2, jetzt, na, Läufer mal F2, ja. Genau, so war es, und dann Turm D8. Und jetzt kann es der König irgendwie noch retten mit König E1. Droht ein bisschen matt. Genau. Das wird mit König E1 jetzt abgewehrt. Genau. Jetzt kommt Springer G4. Das überlebt man. Ja, das überlebt man mit Turm F7 Schach. Okay. Ja, aber wer kann sich das ausrechnen? Der König muss nehmen auf Bauer, muss Bauern nehmen, sonst hat man eine Dauerschach. Und jetzt kommt Dame, Turm A5 Schach. Und das, ja, unglaublich, aber wahr, man überlebt das. Ja. Okay, sensationell. Ja. Aber gut, in einer praktischen Partie. Sowas, ja. Kaum zu finden. Also Nisipiano hat hier Bauer B7 gespielt und gehofft, dass seine Bauern noch genug hergeben. Ja, und das Mattnetz wird immer enger und enger. Es kam G mal H3 Schach, König H2, König H1, Entschuldigung. Und jetzt H2 natürlich. Ja. Dieser Bauer ist immer tabu, weil es sonst ein typisches Treppenmatt passiert. Ja, auf G und zeigen wir es vielleicht ganz kurz. Also wenn der König nimmt, dann hätten wir einen Springerabzug mit einem typischen Treppenmatt. Genau. Okay, wichtig ist, dass solche gegnerischen Bauern immer als Schutzschild für den eigenen König fungieren. Also lasst man sie am Leben. Ja. Turm 1. Ja, es droht matt jetzt, ne? Man muss zurückgehen, es droht ja Turm G1 matt. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, mehr richtig, oder weniger, ja. Und jetzt kommt Turm H7, er greift auf den B-Bauern an. So. Die letzte Chance, in eine schlechte Stellung, in ein schlechtes Endspiel abzuwickeln, war hier Turm C8. Allerdings, ein Spieler wie Nisibiana hat sich wahrscheinlich hier schon irgendwie aufgegeben, er hat gesehen, dass das auch chancenlos ist, das Endspiel. Turm C8 würde kommen, Turm mal B7, Turm mal G8, Springer mal G8. Ich zeig's ganz kurz, Turm C8, dann nimmt man den Bauern weg. Der Stolz von Weiß, der freie B-Bauer auf der 7. Reihe ist weg. Jetzt hängt der B, da E5 ist kaum zu decken. Ja. Also, ja. Und die Bauernmasse wird wahrscheinlich so stark sein. Und der weiße König ist noch immer unsicher einfach. Genau, oder? Ja, stimmt. Ja. Ganz schlecht. Okay, deshalb Turm B6. Also eine Partie ist auch grausam, muss ich sagen. Was du spielst und siehst eigentlich nicht einen kleinen Fehler. Das ist das Interessante. Ja, Turm B6, es kam Turm B8, Läufer D4. Springer G4, er deckt natürlich vorher den Bauern. Weiß deckt den Bauern auf B7, auf A7. Aber wir zappeln nach wie vor in der Mattnetz, jetzt kam Turm D7. Und der Läufer kann nicht weggehen wegen Grundlinie. Oh, und plötzlich ist die Grundreihe wieder da. Also zeigen wir es, wenn der Läufer zieht, dann Turm D7. Genau. Fantastische Partie und ich denke... Ich finde auch, also unser Spieler, Herr Antal, wunderschön gespielt, Gergely. Alle Achtung, ja. Und ich denke, es bietet uns und den Zuschauern noch einige Ansätze für Analysen und vielleicht, vielleicht die Möglichkeit, unsere Karo-Kann-Kenntnisse mit Weiß oder Schwarz noch aufzufrischen. Und vielleicht lösen wir auch die Sache mit König F1 und König mal. Genau, das schauen wir uns noch in Ruhe an, dann nachher dann bei der Nachanalyse. Du hast jetzt deinen Spieleranteil hervorgehoben. Ihr habt aber noch einen anderen sehr interessanten und sehr wichtigen Spieler für das österreichische Schach in euren Reihen, nämlich eines der größten Talente, die Österreich momentan hat, Florian Meserosch. Ja. Er ist ja regierender Schnellschach-Europameister U14 und ihm ist es gelungen, eine internationale Meisternorm bei diesem Bewerb zu machen. Er hat, glaube ich, in der 10. Runde die Norm schon gehabt. In der ersten Runde konnte er aus schulischen Gründen nicht spielen. Er hat gemacht 8 aus 10, hat keine einzige Partie verloren. Eine fantastische Leistung, also alle Achtung. Und
was mich besonders beeindruckt hat, war seine Kämpfernatur. Also das war unglaublich. Er hat auch Endspiele, die eigentlich gleich waren, noch weiter gespielt bis zum geht immer und meistens auch gewonnen. Ja. Was ist sonst noch zu sagen? Wen sollten wir sonst noch hervorheben bei dieser Meisterschaft? Ich denke, fantastisch war das Ergebnis des österreichischen Bundestrainers, ja, David Schengelia. Unglaublich. David Schengelia, Großmeister, ursprünglich aus Georgien kommend, ist ja die Kämpfernatur schlechthin. Ja. Er kämpft brutal jede Partie. Und wenn es bei ihm läuft, dann läuft es richtig gut. 10 aus 11 gemacht, genau. Wahnsinnsresultat. Also unglaublich auch, mit welchem Stil er seine Gegner gespielt hat, ja, oder angehüpft hat, kann man fast schon sagen. Das ist der richtige Ausdruck. Ja, ja. Weil der David ist ja bekannt für seinen kompromisslosen Stil, ja, und auch gutes Ergebnis. Ja. Und ich glaube auch mit diesem Kampfstil ein sehr, sehr großes Vorbild für unsere Nachwuchsspieler. Genau, ja. Oder? Man kann auch hier sagen, also die Spieler Markus Rager hat am ersten Brett auch eine, ja, also eine super Saison gehabt. Und ja, hat über 2700 Elo performt, das ist auf jeden Fall solide. Ja. Ich denke, 8 aus 11 habe ich mir aufgeschrieben und keine Niederlage gehabt. 8 aus 11, ja, und da gibt es einige Spieler wie Volokin, wie heißt der? Volokitin. Ja, Volokitin, Brett 1 bei Jenbach, der Spitzenspieler. Er hat mit Abstand das beste Ergebnis gehabt, 6,5 aus 7 auf Brett 1 und eine Elo-Performance über 2900, also fantastische Leistung. Mhm. Bei Jenbach ist sehr, sehr viel heuer sehr gut zusammengelaufen. Ja, auch der ehemalige deutsche Bundestrainer Uwe Bönsch, jetzt ja, Sportdirektor, hat er auch fast 100%. Da habe ich auch leidvolle Erinnerung. Hast du gespielt gegen ihn? Ja. Ja, ja, sowas von chancenlos. Okay. Naja, ja, versteht sehr, sehr viel von Schach, keine Frage. Gut, schauen wir vielleicht noch eine Partie an. Ja. Ja, nehmen wir die Österreicher Partie vielleicht auf, vom Herrn Thiermeier. Thiermeier Jovanovic. Ja. Liebevoll Dirli genannt von seinen Freunden. Ja, vielleicht sollten wir an der Stelle noch sagen, wir haben jetzt ein sehr interessantes Projekt in Österreich, nennt sich Batumi 2018. Mhm. Also die österreichische Nationalmannschaft soll fit sein, um hier ein richtig tolles Ergebnis zu erzielen. Und dazu wurde ein Kreis von den besten und hoffnungsvollsten Spielern ausgewählt. Und Andreas Thiermeier ist Teil dieses Batumi-Projekts. Und du hast erzählt, dass er, glaube ich, nächste Woche dann im Einsatz ist bei einem Großmeisterturnier, das in Wien organisiert wird. Gleichzeitig mit einem EM-Turnier der Damen. Ja. Und Thiermeier ist einer der Teilnehmer. Gut, dann schauen wir uns. Hat einen super Lauf. Er hat am Wochenende 3 aus 3 gemacht. Okay. Und in der letzten Runde eben gegen den Herrn Jovanovic gewonnen. Ziemlich beeindruckend. Ein König sind da. Gucken wir mal. D4, D6, die erste Züge können wir einfach runter. Ja, wir haben hier den klassischen Königsinder. F2, keine F5, Überraschung, F5, dass Thiermeier so spielt. So, jetzt gibt es eine kleinere, seltenere Variante. Normal ist ja Springer C6. Der Gegner von Thiermeier hat C6 gewählt und den Aufbau mit Springer A6. Und soweit ich es noch von meinen geringen eröffnungstheoretischen Kenntnissen weiß, im Königsinder, immer wenn C6 kommt, spielt man D5. Ja, ja, sollte man. Ja. Und spielt Thiermeier ja auch. Gut, es kam Springer A6, wie gesagt. Hier ist der Hauptzug Springer E1. Thiermeier spielt ein populäres System und das ist, beginnt mit Läufer E3. Ja, übrigens, Jorge fragt, ob wir auch Teil des Batumi-Projekts sind. Ich würde sagen, wir werden das Batumi-Projekt kommentieren, oder? Ja, ja. Aber es gibt sicher irgendwo eine Seniorenmeisterschaft, wo man auch dabei ist. Genau, ja, ja. Also gut, Andreas spielt hier Läufer E3. Ja, Entwicklungszug, hat aber eine interessante Idee. Natürlich. Also natürlich ist es eigentlich nicht, aber Schwarz befragt einmal den Läufer mit Springer G4, jetzt kam Läufer G5. Ja, also wichtig ist, den Läufer darf man natürlich nicht hergeben, das ist ganz eine zentrale Spielfigur in dieser Variante. Ja, ja, und jetzt würde man sich denken, eigentlich will ja, was die Leute so wissen, Königsinder Schwarz angreifen und man spielt auch Schwarz in die Hände. Ne? Jetzt kommt F6 und der läuft da schon mit seinen Bauern. Tja, aber die Idee ist hier, dass man den Läufer nicht zurückspielt, sondern auf H4 belässt. Und dieser Läufer ist doch ein bisschen hinderlich in der normalen Entwicklung des Königsflügels. Tja, zum Beispiel konnte er immer über F2 zurückkommen, weil die Idee Springer E1 ist noch immer da, dann vertreibt man den Springer von G4 mit F3 und dann kommt vielleicht, natürlich muss man auf die Gabel auf E3 aufpassen, aber der Läufer kommt doch wieder ins Spiel. Im ersten Moment hindert er an der schwarzen normalen Entwicklung am Königsflügel. Gut, Schwarz spielt hier C5. Gut. Andreas spielt Springer 1. Ganz ein normaler Zug im Königshinder. Hier gibt es mehrere Fortsetzungen. Springer H6. Es gibt auch H5. Kann man auch den Springer auf G4 decken. Gut. Springer D3. So. Ja, sehr typisch, den Springer hier nach D3 genau ins Zentrum zu bringen. Ja. Wie gesagt, jetzt hat man verschiedene Optionen mit Weiß. Man wird vielleicht versuchen, einen Dameflügel zu spielen.
Man hat gesagt, der Läufer auf H4 ist, steht nicht nutzlos, wenn man das glaubt, er kann jederzeit ins Spiel gebracht werden. Mit F3, Läufer G3, Läufer F2. Gut. Und jetzt kommt ein Zähler. Also normal ist meiner Meinung nach hier G5, Dame E7, solche Züge. Springer B4 ist etwas seltsam. Da bin ich nicht einverstanden damit. Und Andreas beweist auch, dass dieser Zug ist auch ganz selten gespielt worden. Er spielt eher weiß in die Hände. Das, man möchte den typischen Vorstoß mit C5 durchschlagen auf B4, räumt man mal das Feld und Springer A4 natürlich. Und jetzt liegt C5 schon in der Luft. Das ist etwas ein seltsamer Zug. Das ist, Springer B4 habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich muss ja nicht alles verstehen. Gut, jetzt kam G5. Läufer G3, F5. Es müssen noch ein paar Vorkehrungen getroffen werden. F3. Ja, du hast ja vorher schon darauf hingewiesen, ja, F3, genau. Und der Läufer hat immer auf F2. Der Läufer beschützt auch ziemlich gut den Königsflügel und unterstützt dann den Vorstoß C5. So. Genau, sehr wichtig, wirkt auf beiden Flügeln hier ausgezeichnet. Schwarz entwickelt sich und spielt Läufer D7. So. Und jetzt ein Zug, der zeigt, wie gesagt, Andreas hat ein wirklich großes Verständnis vom Schach. Und vielleicht die Zuschauer, vielleicht gehen wir in ein paar Sekunden, um den Zug zu sehen. Ist nämlich nicht so einfach, aber auch irgendwie logisch, und der ist A3, eröffnet Linien, und deswegen bin ich mit diesem Springer B4 Zug nicht einverstanden. Was machst du jetzt? Ja? Es droht A mal B4 und schlägt nicht der Turm, und man sieht schon, auf A7 hat man eine Schwäche, ne? Und dann wird C5, die Perspektiven sind hier eindeutig auf der weißen Seite. Ja, sehr unangenehm für Schwarz schon. Gut, er muss nehmen auf A3, Turm mal A3, gut. F4, Läufer F2, und man sieht schon, Weiß hat, ja, Weiß wird das Spiel diktieren in Zukunft. Es liegt B4, C5 in der Luft, es liegt Turm verdoppeln auf der A-Linie vielleicht in der Luft, und nach B4 kann man Dame B3, C5 spielen, dann hat man immer so einen Röntgenangriff auf den König, und noch ist kein schwarzes Spiel in Sicht. Ne? Okay, Schwarz versucht mit Turm F6 eine neue Figur ins Spiel zu werfen. Andreas spielt natürlich sofort Turm G6, Bauer G4, genau. Und Angriff. Den typisch König. Aber Weiß ist ja schnell. Ja, C5, sofort C5. Schwarz spielt, muss er abwarten, er kann eh nichts anderes tun hier am Damenflügelturm G6. Ja, Andreas trifft noch Vorkehrungen mit H3, um das zu erschweren, das G4. Schwarz unternimmt etwas, Springer F7 und H5 und möchte natürlich wieder G4 spielen. Tja, hier könnte man vielleicht Dame B3 spielen mit einem einfachen Angriff auf B7. Andreas spielt hier kompromisslos, also er sagt, er öffnet Linie und opfert einen Bauern. Linien bzw. auch Diagonalen, genau. Ich, denn das Öffnen der Diagonale A2. Er hat hier gesagt, ja genau, also dass dieser Läufer stark ins Spiel kommt und dass diese Schwäche auf A7, und er bekam in der Partie auch recht, am Schluss macht halt der Bauer auf B2 das Rennen. Schauen wir mal, wie es passiert. Er nimmt weg, das ist logisch. Muss er wegnehmen, nimmt weg, schlägt es soweit auch klar. Ja, und Läufer C4 ist auch klar. Ja, und hier sind wir schon bei der Diagonale, und plötzlich haben wir ein Spiel auf beiden Flügeln. Ja, vorsichtige Spieler würden vielleicht den Springer überdecken, aber es ist guter Rat teuer. Man, es liegt Springer C3, Turm verdoppeln auf der A-Linie, das geht ziemlich rasch. Also man soll hier was unternehmen. Ne? Also H5, der setzt genau, halt alles am Königsangriff. Ja, und Andreas spielt wieder interessant, Läufer D5. Er möchte das Feld D5 unter Kontrolle bringen. Tja, man hat nichts gescheit, man muss den Läufer nehmen. Läufer mal D5, Dame mal D5, und man sieht schon, hier hängt wieder eine versteckte Drohung in der Luft, und das ist Springer B6. Das ist ganz interessant. Oh, sehr hübsch, ja. Ja, nach Turm B8 später hilft nichts, weil der Springer auf F7 nach einem Schach, Turmschach auf 8 auch hängt. Ja. Okay, es kam Turm C8. Ja, vielleicht wäre hier auch Turm B8 besser gewesen. Meiner Meinung nach. Aber der Herr Großmeister hat Turm C8 gespielt. Gut. Logischer Zug, den Turm lassen wir nicht nach C2. Harald, was würdest du spielen? Ich nehme an, den Springer. Springer C3, oder? Genau, Springer C3. Der möchte nach D5. Ja, und vor allem demaskiert das die A-Linie, und jetzt hat der Turm freie Bahn nach A7, und der wird auch nicht deckbar sein, weil jetzt kommt der nächste Turm. Gut. Okay, deckt sich den C7 und einmal hat er gedacht, natürlich verdoppeln. So, guter Rat ist teuer. Ja, Schwarz spielt G4. Muss alles G4 auf spielen. Den König. Genau. Es kam Turm mal A7, und es droht Turm A8, das ist hier die Drohung. Sehr unangenehm, und das droht Damengewinn, weil der Turm nicht auf C8 vorstellen kann, weil man einfach den Turm wegnimmt, und da kommt der nächste Turm und wieder ist die Dame weg. Also man hat keine Zeit, auf F3 oder auf H3 zu nehmen. Man muss etwas tun. Ja, was soll man tun? Turm mal A7, einen Turm tauscht man ab. Gut. Und weg jetzt? Mit dem König, oder? Tja, weg mit dem König, dann hängt aber der Springer auf F7. Was ist das Problem? Ah, okay.
Gut. Die andere Möglichkeit wäre hier Dame F6 gewesen. Ja. So. Aber was passiert auf Dame F6? Das ist unglaublich, dass hier Schwarz komplett chancenlos ist. Der König geht einfach einen Schritt auf die Seite, auf F1, nimmt die Drohung. Idee ist, aus der Gegenüberstellung mit dem genau. Turm rauszugehen. Ja. Angenommen, wir nehmen jetzt auf, was soll er tun? Geht rein, wer Blödsinn weg, wie Knack. Und was tust du jetzt mit Schwarz? Du hast keine Perspektive. Und der B-Bauer läuft einfach bis nach B8 und du kannst nichts dagegen tun. Okay, F7 ist gefesselt und der Bauer droht. Tja, der rennt einfach zum Marschieren. Angenommen, Dame E6, ja, um den Halm, dann tauscht man einfach die Damen und dann spielt man B4. Und ein Springer auf D5. Und eigentlich eine lehrbuchhafte Stellung. Gell? Sehr interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob Andreas das schon vorher gesehen hat, wie er das Bauernopfer, aber er hat zumindest so etwas geahnt. Ja. Ja. Und das finde ich, sein Verständnis und seine, ja, beachtlich. Ja. Gut, der Gegner hat sich für die AG-Variante entschieden, König H7. Gut. Und Andreas lässt hier seine Technik spielen, Dame mal F7, G mal F3 kam. Dame 5, der Turm wird gefesselt, er hat gar keine Zeit hier zu nehmen. Ja. Eine Fesselung jagt die andere, oder? Genau. Herrlich. Der Gegner geht aus der Fesselung, jetzt kommt wieder ein schöner Zug, König H6. Es droht wieder, vielleicht Turm G2, aber jetzt kommt G4. Ein schöner Zug. Weil der Bauer kann zweimal genommen werden und eigentlich nie richtig. Weder en passant genommen, kommt der Zugläufer E3 Schach. Ne? Also du meinst, Weiß hat en passant nicht übersehen? Nein, hat er nicht übersehen. Schau mal, kam auch in der Partie. Also nein, kam ja, nicht in der Partie. Aber schauen wir ganz kurz. Ja. En passant käme Läufer E3, oder? Ja, vermutlich, ja. König muss nach H7 zurück. Ja, und dann Dame mal. Darf mal auf dem ja. Und vorbei, ja, sehr schön. Ja. Okay, also er hat H mal G gespielt. H mal G, H mal G. So. Na, es wird schwierig. Eigentlich gibt es keine Lösung mehr. Schwarz hat halt noch was probiert. Ja, es ist es vorbei. Aber schauen wir noch die letzten Züge. Ja. Wie gesagt, wir haben ja schon kennengelernt. Man kann hier auch Damen tauschen. Man hat eine Figur mehr. Der B-Bauer wird das Rennen machen. Dame geht weg. Turm B7 sollte man noch einschalten. Dame 8. Und jetzt Läufer H4. Die Dame deckt den Bauern auf G4. Der König hat ein schönes Plätzchen. Ja, hübsch ist auch, dass der Turm B7 nicht nur aktiv steht, sondern auch den Bauern deckt. Ja. Insofern ist Dame A1 keine Drohung. Ja, Matt auf G2, das dauert ewig, dann ist Schwarz vor. Dann kam Läufer F6. Auch sehr hübsch. Das ist wieder wunderschön, weil Läufer mal Läufer läuft in ein zweizügiges Matt mit Dame H7 und Dame H5 Matt. Ja. Oh, sehr also schon fein. Ja, feine Klinge hat ja der Herr Thiemer gezeigt, ja. Und wenn er anders nimmt, ist es, glaube ich, einzügig matt. Ja. Wenn er mit dem Turm nimmt, ist es einzügig matt. Ja. Haben wir Dame mal G7. Ja. Gut, er hat sich für Dame mal B7 entschieden. Und dann kommt das Zwischenschach G5, deckt den Läufer. Tja, und Schwarz ist genötigt aufzugeben. Ja, sehr hübsche Partie, die du uns hier mitgebracht hast. Ja. Joachim, herzlichen Dank für die fantastischen Partien, die du uns mitgebracht hast. Mhm. Du bist aber nicht nur ein starker Bundesligaspieler, sondern du bist auch an einem sehr interessanten Projekt beteiligt, an einem Schulschachprojekt. Kannst du uns da ein bisschen etwas erzählen darüber? Ja, wir sind einige oder viele, sagen wir so mal, engagierte Helfer und arbeiten in Volksschulen hauptsächlich, auch in Unterstufen und bringen Schach eigentlich den Kindern näher, also in den Volksschulen. Ja. Wir arbeiten mit der Stufenmethode, Stufe 1, Stufe 2. Mhm. Ja. Und ich denke, ihr betreut relativ viele Kinder. Was würdest du sehr schätzen, viele, wie viele Kinder ihr im Projekt habt? Sind fast 1000 Kinder mittlerweile in 4 Bundesländern. Mhm. Und ja, man glaubt es kaum, wir kriegen immer wieder Nachfragen. Wir sollen in anderen Schulen gehen. Es ist ganz toll und ich kann einen Teil weitergeben. Ja, super. Was steht bei dir aus deiner Sicht im Mittelpunkt des Projekts Schulschach? Was wollt ihr den Kindern vermitteln? Ja, der Vereinsname sagt ja schon, Schachpädagogik in die Schulen. Also wir wollen einfach einmal Schach den Kindern näher bringen. Ja? Also es ist auch nicht unsere Aufgabe jetzt, hin und wieder sind natürlich Talente dabei, das ist dann deine Aufgabe. Wir wollen einfach nur Spaß vermitteln den Kindern. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Gut, und ich hoffe, wir haben euch auch Spaß vermittelt bei dieser Sendung. Bedanken uns fürs Zuhören und hören uns in circa einem Monat wieder. Joachim, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich bedanke mich auch. War sehr interessant. Fein. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen was mitgebracht, was Interessantes. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.